Hallöchen und herzlich willkommen zum 13. Türchen von unserem Trikotausch Adventskalender. Dominik hat euch gestern schon mit auf eine Reise nach Italien genommen und genau da bleiben wir jetzt, denn ich habe euch ein Trikot vom AC Mailand mitgebracht. Wie unschwer zu erkennen ist es ein Heimtrikot der Rossoneri, der Rot-Schwarzen. Und der eine oder andere von euch wird vielleicht wegen eines verräterischen Details auch schon erkennen, aus welcher Spielzeit es denn ist. Denn unten rechts, da haben wir diesen klitzekleinen Aufdruck, über den Dominik und ich schon das ein oder andere Mal gesprochen haben, den Adidas zur WM 2010 eingeführt hat und eben auch in der darauffolgenden Saison, also 2010, 2011, auf diverse Trikots gedruckt hat. Folglich ist es das Mailänder Heimtrikot aus der Saison 2010, 2011. Eine ganz besondere Saison. Milan hat seinerzeit den bis dato letzten, die letzte Meisterschaft gewonnen. Und einen Spieler, der dabei leider nicht mehr mitgewirkt hat, der aber mein absoluter Lieblingsspieler ist, das ist Andrei Schewtschenko. Seinerzeit hat er seine Karriere schon in der Heimat bei Kiew wieder ausklingen lassen. Im Übrigen ist es auch nicht der Originalprint, nicht nur weil es kein Originalspieler mehr aus dem damaligen Kader ist, sondern eben weil ich es auch nachträglich habe aufsetzen lassen. Das ist wieder ein Fanstyle und ganz grundsätzlich noch zum Trikot. Rot und Schwarz, eine tolle Kombination. Dazu eben auch noch die ganz dezenten, güldenen Linien an den Seiten, also sowohl links als auch rechts, vorne und hinten. Und auch noch ein goldener Akzent oben am Kragen, also wirklich ein sehr, sehr feines, edles Trikot. Und im Kragen, in der Innenseite, hat man auch noch das San Siro symbolisiert, noch mit dem, ja, Schriftzug AC Milan drin. Wunderbar runde Geschichte in meinen Augen. Das war's dann für heute. Morgen ist wieder Dominik dran. Bis dahin.